Herr Deckers, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg, zum CIO des Jahres. Welchen Stellenwert hat dieser Preis für Sie? Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Anerkennung, eine wahnsinnige Anerkennung, nicht nur für mich als Person, aber vor allem auch für die ICT-Teams von Airbus, die jeden Tag hart arbeiten, um Airbus das führende Aircraft-Unternehmen der Welt zu machen. Und ich freue mich insbesondere auch für die Teams, dass wir hier heute Abend, ich stellvertretend für meine gesamte Mitarbeiter, diese Auszeichnung entgegennehmen dürfte. Sie haben das auch in Ihrer Dankesrede erwähnt und auch jetzt eben nochmal die Bedeutung des Teams. Wie schaffen Sie es oder wie kriegen Sie das hin, dass Sie so ein großartiges Team haben? Ich lege sehr viel Wert auf Teamarbeit und auf sicherstellen, dass wir den richtigen Mitarbeiter an den richtigen Platz haben. Und das heißt, in meine persönliche Zeitaufwendungen hat das ganze Thema HR, Weiterbildung und Auswahl von Mitarbeitern einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ich gebe Sie mal ein Beispiel. Wir stellen keinen einzigen externen Mitarbeiter ein, ohne dass derjenige ein abschließendes Gespräch mit mir gehabt hat, wo wir alle gemeinsam noch mal bestätigen wollen, dass das auch der Richtige für das Team ist. Jetzt vielleicht letzte Frage doch zu Ihnen. Was muss ein CIO können oder was zeichnet so einen Top-CIO aus? Was ist so die wichtigste oder die wichtigsten Eigenschaften, damit man da oben reüssiert? Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich kann das nur mal ganz persönlich aus meiner Sicht sehen, was, denke ich mal, dazu beigetragen hat. Das ist neben das Thema Team, was wir, denke ich, ausführlich angesprochen haben, sicherlich auch ein gutes Verständnis von den Kerngeschäftsprozessen des Unternehmens. Was sind die entscheidenden Prozesse, die das Unternehmen wettbewerbsfähig machen und gegenüber seinen Mitbewerbern auszeichnen lässt, aber vor allem dann auch die Brücke zu bauen zwischen den Fachanwendern, die letztendlich mit IT-Tools, mit IT-Prozesse letztendlich bestimmte Dinge erreichen wollen und das in ihren IT-Mannschaft übertragen können, damit sie auch die richtigen Dienstleistungen und Services anbieten können, die das Unternehmen weiterhilft. Vielen Dank, Herr Deckers. Sehr gerne.